So. Und Holz nehme ich diesmal ein bisschen mehr mit. Ja, 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 ja. Und was fratzen müsste ich auch mal langsam. So. Sag mal, kann ich eigentlich... Ich weiß es nicht mehr. Kann ich eigentlich mit den Dingern Spinnenweben mitnehmen? Nee, ne? Dafür brauche ich Silk Touch, oder? Nee, da kriege ich nur Strings. Okay. Okay, geht nicht. Ich wollte es mal ausprobieren. Ich war mir nicht so sicher, ob es geht. Hab mir schon gedacht, dass es nicht geht. Aber hey, wenigstens habe ich es probiert. Die Strings brauchen wir nicht unbedingt. So, aber Holz nehmen wir auf jeden Fall mit. Für... Ja, 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 ich esse ja gleich was. Alter, der Typ. Nur weil er am Ende seiner Kräfte ist, macht er hier so einen dicken Larry, weißt du? Oh, ist immer anstrengend mit so Leuten. Ah, diese Leute, die Hunger haben. Ganz fürchterlich. Das ist immer ganz schlimm. Nur weil er die ganze Zeit ackern muss und nichts zu essen kriegt. Schade. Ich weiß nicht, wo der Creeper hin ist. Ist mir ein Rätsel. Okay, Andy Gelendi höre ich hier gerade. Habe ich... Fackeln habe ich noch. Da ist nur Wasser. Ich sollte was essen. Ich sollte was essen. Ich sollte auf ihn hören. Und das ist dann... Oh, oh. Wir haben... Ich dachte ehrlich gesagt, das hält länger. Wir haben nicht mehr so viel zum Essen. Wir haben nicht mehr so viel zu essen. Guck mal, wer da oben ist. Hallo. Ja, guten Tag. Ich würde Sie gern töten. Kommen Sie doch mal runter. Ich will dann Ihre geilen Perlen. Ja, kommen Sie doch mal runter. Der kommt aber nicht runter. Kleiner Drecksack. So, was ist hier los? Was ist hier los? Ja, es war so klar. Ich wusste es. Und natürlich diese kleinen Scheißdinger. Fackeln wären gut. Wo habe ich denn die... Wieso habe ich die Fackeln wieder abgemacht? So, hier weiß ich vor allem gar nicht, wo ich die Fackeln hin tun soll, weil ich weiß nicht genau, wo ist hier links, wo ist hier rechts. Nein! Fucking Golem! Fucking Golem. Fucking Golem! Was hast du da auf dem Kopf, Junge? Mal hier eben, die Kohle kann da mal weg, da mache ich mal Erde hin. So. Nummer 1. Nummer 2. Ich brauche unbedingt, wir brauchen bald unbedingt wieder was zu essen. Jetzt haben wir die Werkbank, aber essenstechnisch sieht es natürlich trotzdem ein bisschen mau aus. Und die Frage ist, schaffen wir den Golem? Wir müssen zumindest mal probieren. Rennen und angreifen. So. Ich hasse diese Golems tatsächlich. Sobald die sich einkleiden mit irgendwelchen Blöcken und sowas, dann kommst du halt echt nur noch... Die machen sich halt stärker. Die machen sich halt extrem viel stärker. So, aber weißt du was? Das Ding tue ich mal... Da bin ich mal ganz raffiniert. Das tue ich mal... Halt. Nein, du musst hier hin. So, was wollte ich gerade machen? Ach, Fackeln. Dafür sind Stickies übrigens auch gut. Wusstest du gar nicht, weiß ich.
Aber vertrau mir. Ich spiele Minecraft schon seit 5 Stunden heute. Also kenne ich mich da viel besser aus als alle anderen. Und irgendwo ist ja diese verkackte Spinnennest und ich weiß nicht wo. So, Salz. Es war so klar. Ich hasse diese kleinen Spinnen. Wir müssen das Nest finden. So, hier. Alles Taco. Ich nehme trotzdem noch mal ein bisschen, Dingens mit, ne? Alter, ich höre dich doch. Jetzt machen wir kein Drama. Sterben müssen wir alle mal. Du fängst am besten heute schon damit an. Wir sind genau wieder an derselben Stelle. Großartig. Bin der beste Spieler der Welt. Boah. So. Was ist das? Ach, natürlich. Wir waren hier aber schon mal. Ah, wir waren hier schon mal, glaube ich. Das haben wir alles schon mal. Das haben wir alle schon mal gesehen. Haben wir alles schon mal gemacht. Gut, hier hinten vielleicht nicht unbedingt. Hier sieht es nicht unbedingt so gemacht aus. Das hier oben ist auf jeden Fall von uns, würde ich behaupten. So. Okay. Das gefällt mir gut. Weißt du was? Ich nehme die heute wirklich mal mit. Falls wir irgendwann in bevorstehender Zukunft eventuell mal jemals eine kleine Minecart-Strecke machen wollen. Ich glaube, da hätte ich sogar Bock drauf, aber ehrlich gesagt noch nicht ganz so schnell. Und ich weiß noch nicht, in welchem Zusammenhang. Früher haben wir einfach nur U-Bahn-Dinger gemacht. Einfach, weil es geht. So, ich habe jetzt zwei interessante Orte. Sofort U-Bahn hin. Da muss sofort eine U-Bahn hin. Was ist denn das da unten? Was ist das? Das sieht sehr dunkel aus. Ich glaube, da waren wir noch nicht. So. Hier ist alles sehr ruhig. Ich glaube, hier waren wir. Ja, das sieht sehr in der Treppe aus. Ich glaube, Vergangenheitsgronk ist da entlang gekommen. Okay. Lassen wir ihm das mal, gell? Das müssen wir nicht unbedingt machen. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ah, hier, das sieht gut aus. Ja, da oben, das ist ausgeleuchtet. Was war das denn gerade? Hallo! Pff. Zombies hören sich immer so an, als hätten die Schmerzen gerade. Ich frage mich eigentlich mal, warum? Hey! Was? Willst du mich verarschen? Habt ihr das geprobt? Nest bloß finden würde. Ich würde sie alle vernichten. Ist das hier? Ah, das Blutschist. Ich dachte gerade, das wäre Marmor. Da unten will ich nicht hin. Wie viel Holz haben wir? 64, 21. Okay, das reicht hoffentlich. Ich nehme es trotzdem mal mit. Einfach nur, weil wir dann hier nicht so eine uneinsichtige Sackgasse haben. Da links geht's noch weiter. Ich muss unbedingt dieses verkackte Spinnennest finden.
Die sind hier überall, aber die landen immer... Obwohl, die können ja auch hochklettern und dann landen. Ich weiß nicht genau, wo die sind. Offenbar da irgendwo. Offenbar oben. Ganz offenbar sind die hier drüber. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da hinkomme. Ja, das wäre nicht so schlau. Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn los? Lass das! Hier war mal eins. Alter, was ist denn da oben los? Was war das gerade da oben? Fup, 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 fup. Danke. Ich höre einen Schleim. Da oben. Nicht einmal explodieren, wenn er soll. Aua, 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 aua. Oh, fuck it. Ich muss erst meine Wunden heilen. Ich muss erst meine Wunden heilen. Ich brauche mal eine Medizin. Den goldenen Apfel will ich nicht nehmen. Hallo, heilt der auch mal? Wie lange dauert denn das, bis der heilt? Wieso geht das hier so langsam? Hört. Köln hört. I Köln hurt myself today. Ich glaube, wir heilen schneller, wenn wir nicht mal verletzt sind, oder? Hallo? Ich bin mir nicht sicher, es dauert einfach noch ein bisschen länger. Das war das Spinnennest. Hey, Marmor. So, haben wir doch eigentlich ganz gut geschafft. Da sind auch irgendwo Spinnen. Kommen die eigentlich durch einer Blöcke? Ich glaube schon, ne? Die kleinen Spinnen kamen durch einer Blöcke, wenn ich mir recht entsinne. So, Marmor. Wir haben immer noch die Steinspitzhacke, da dauert alles ein bisschen länger. Meinst du, ich sehe das nicht? Entschuldige mal. Natürlich. Keine Frage, mein Herr. Keine Frage. Probieren Sie dieses Schwert in Ihrem Gesicht. Modisch kleidsam. Manche Leute tragen einen Hut, manche Leute tragen lieber eine Faust im Gesicht. Das ist ganz in Ordnung. Ich sollte nicht so groß die Fresse aufreißen. Nachher batzt da oben nämlich gleich jemand runter. Und dann war's das. Ich hätte ehrlich gesagt, ich hätte gedacht, dass wir beim Spinnennetz da irgendwie... Ich dachte, kurze Zeit, das wäre es gewesen. Puh.
So. Und wir sind immer noch in der Höhle. Ich weiß gar nicht, seit wie vielen Folgen wir jetzt schon in der Höhle sind. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich stelle mich jetzt mal schlauer an. Habe ich nämlich ganz vergessen. Vielen Dank für den Tipp. Das ist viel schlauer, als die Spitzhacke dafür zu verbrauchen. Dinge, die man, an die man schon gar nicht mehr gedacht hat. So, hier gehe ich nicht durch. Hier waren wir überall schon. Ich mache mal den hier, damit der nichts spawnt. Vielleicht, eventuell. So, wo ist die andere Axt? Das ist die gute Axt, die gehärtete. Und geht auch schneller mit der. Nehmen wir alles mit, dann können wir gleich noch ein bisschen Marmor nehme ich auch gleich noch ein bisschen mit. Damit wär's auch erledigt. Gott sei Dank, ich habe mich schon gefragt, wo die eventuell sitzt. So. Natürlich. Hier habe ich keine mehr, ne? Nein. Kann ich Holz eigentlich? Nein, Holz kann ich natürlich nicht stacken. Holz ist ja schon gesteckt. Warte. Ich packe mal das Ding hier gerade da rein und dann mache ich mal hier. Oh, und dahinter geht's dann. Natürlich geht's dahinter weiter. Wie hätte ich denn. Weißt du, hier ist ein beschissener Block und hinter dem geht's natürlich sofort weiter. Hätte ich wissen sollen. Habe ich noch eine Schaufel eigentlich? Ja. Hätte ich eigentlich wissen sollen. Toll. Und die einzige Blume hier unten habe ich auch mitgenommen. Einfach ein Unmensch. Ich bin so ein Unmensch. So, das Problem ist, wenn ich das hier mitnehme, dann fliege ich doch bestimmt gleich nach unten, oder? Sehr gut. Den lasse ich mal da. Gut, hier ist nix, hier ist nix. Was ist hier? Haben wir hier auch schon abge... Hier haben wir auch schon abgefrühstückt. Alles gemacht. Sehr, sehr gut. Gott sei Dank. Und hier kommt noch... Ich höre noch eine Ratte irgendwo. Und da können wir auch noch nach oben. Da waren wir auch noch nicht. Alter, wie lange sind wir jetzt bitte schön in dieser Höhle? Und vor allen Dingen, wie lange waren wir vorher schon in dieser Höhle? Weil das ja immer noch... Habe ich schon mal erwähnt, dass das immer noch diese Höhle ist, die bei uns über dem Dingens ist, über dem Gebäude? Habe ich das schon jemals erwähnt? Oder vielleicht, vielleicht doch einmal zu viel gesagt? Nee, ne? Das ist so eine wichtige Info, die ich unbedingt jede Folge wieder neu raushauen muss. So, ditte hier, Marmor, wie immer, nehmen wir einfach mit. Marmor nehmen wir einfach mit. Was ist denn los? Alter! Nicht ins Gesicht! Ich glaube, es hackt. Ich habe dir 30 Mal gesagt, wenn du Liebe machst, dann nicht direkt ins Gesicht. So. Da unten waren wir auch noch nicht, Alter. Nein, was habe ich gemacht? Boah, Alter, das hätte ich mir nie verzeihen. Das hätte ich mir nie verziehen, wenn ich das jetzt da verloren hätte. Boah, und dann despawn, das beste Schwert aller Zeiten. So, ey, was ist das denn hier? Gleise, nehme ich mit. Ich weiß was, bevor ich das mache, ich hoffe, hier oben greift nicht jemand an, bevor ich das mache, mache ich mal Folgendes. Wie wäre es denn mal ganz kurz eben noch mit Fackeln?
Ja, mhm. Nein, keine Paarungsversuche mehr. Okay. Ja, ich komme noch gleich und verprügel dich. Das mache ich doch gerne, weißt du doch. Ja, mache ich doch gleich. Okay, jetzt haben wir hier Gold. Wir haben jetzt lange kein Eisen mehr gesammelt, wie ich gerade sehe. Ja, ist ja gut, halt die Schnauze. Ja. So, Shale. Raw Marble und hier Chalk. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen einen Chalk da noch mit dabei habe. Die Gleise, wo waren die drin? Hatte ich die hier? Oder hatte ich die hier? Ah, geht die hier. So. Okay, und Strings, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, die hatte ich hier drin, glaube ich, ne? No Strings Attached, jetzt aber doch. Und Kisten waren dann hier drin und die Dinger waren auch hier drin. Okay. Gut. Wir brauchen ganz kurz, zwischendurch mal wieder sortieren, wir brauchen ein bisschen Kohle und wir brauchen ein paar Stickies, aber davon haben wir jetzt zum Glück ja genug. Yay! So, wo sind die? Da sind die. So. Ah, großartig. Das hat sich ja voll gelohnt. So, und die kommen jetzt wieder hier oben rein, die Sticks, und das kommt auch da oben rein und die Knochen kommen, glaube ich, die waren hier drin, ne? So. Und ehrlich gesagt, die Dinger kann ich auch hier reinballern. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz hier. Müssen uns nicht um alles sorgen. Entschuldigung. Ja gut, dass wir gerade aufgeräumt haben. Oh, naja. Azimus. Was ist denn Azimus? Haben wir sowas schon? Ancient Trees. Geil. Azimus. So. Gut, jetzt wird's mal lustig. Okay, hier waren wir schon. Und was sehe ich denn hier? Es tut mir echt leid. Es tut mir wirklich... Was war das denn gerade? Ach so, das war das Wasser, das reflektiert hat. Das sah ja komisch aus. Alter, hier ist so viel Marmor. Ich entschuldige mich jetzt schon. Ich entschuldige mich jetzt schon für nichts. Denn ich kann nichts dafür. Gerade eben wird massiv oft gefragt, ey, kannst du nicht mal wieder ganz viel Marmor abbauen und so? Das wäre voll geil. In Liebe, dein Lutz. Dein Marmor-Lutz. So. Und da will ich will natürlich niemanden enttäuschen. Was ist, geht's einfach raus? Hier ist Sand und Wasser. Gucke mal. Nur mal kurz gucken, wo es da hingeht. Lieber Marmor-Lutz, du musst dich noch ganz kurz, gedulden. Marmor-Lutz! Oh! Ich habe ehrlich gesagt... Da! Hier ist der Ausguck! Da ist dieser kleine Ausguck und da wollte ich einen Wasserfall hinmachen. Da müsste unser Haus sein. Wir sind gar nicht so weit weg. Marmor-Lutz, dein Wille ist mir natürlich, dein Wunsch ist mir natürlich, dein, hallo? Ah. Aber trotzdem werde ich mal ganz kurz das hier ein bisschen einschränken. So, dann kann man da trotzdem noch hochschwimmen, aber der Rest der Höhle ist wieder begehbar. So, und wir können dann hier nochmal ganz kurz das hier machen. Wir haben gerade einen Weg nach außen, nach draußen gefunden. Die Frage ist nur... Gehen wir jetzt raus oder bleiben wir noch ein bisschen drin? Ich meine, wir können natürlich theoretisch... ich weiß gar nicht. Theoretisch?
Also wir, ja, wir haben jetzt nicht mehr so viel Essen, ne? Wir haben die Nachos noch dabei, das ist immer ganz gut, aber Essen haben wir jetzt nicht so viel dabei, natürlich. Da müssen wir mal gucken. Das Problem ist, dieselben, die geschrien haben, rein, Höhlentour, huch! Vampiric Zombie, was? Ist irgendwo in der Wand erstickt. Wie auch immer das passiert ist, ich habe keine Ahnung. Das Lustige ist, dieselben, die geschrien haben, geh rein, Höhltour, die schreien jetzt natürlich, raus, raus. Weil wir jetzt ungefähr gefühlt 300 Jahre hier unten drin waren. Eieiei. So, Marble nehme ich auch nochmal mit. Der arme Marmolutz, der will ja, der muss das, ich muss ja, oder? Komischen Geräusche hier unten immer. So, das ist noch Marble. Was ist das? Auch noch Marble. Muss mal ganz kurz irgendwie eine Fackel anbringen. So. Alter, wie viel das einfach ist. Geil. Nice. Wie viele Folgen waren wir jetzt in der Höhle? Sagen wir mal, es waren 3 Stunden. Alter. Ja, reicht aber auch. Ich glaube, da gehen wir mal wieder. Wir gehen gleich mal wieder eine Runde raus. Wir machen nochmal schnell Marmolutz glücklich und dann gehen wir wieder raus. Alter, wie viel ist denn hier noch? Und was ist das denn da? Warte. Oh, was ist das denn? Wo kommen wir denn hier hin? Guck mal hier. War klar. Oh, Badeparadies für Spätsenioren. Ein Badeparadies für Spätsenioren. Das ist ja ein Traum. Guten Tag. Mit der Fackel. Komm. It's. Guten Tag. Was war das denn? Ach. Die Spätsenioren haben mir eine Falle gestellt, wie es aussieht. Die feinen Herrschaften von Senioren. Hier wird wahrscheinlich eh nicht so viel drin sein, oder? Hallo? Sag mal. Entschuldigung, das war gerade die Spitzhacke. Sag mal, was? Hä, wo kommen die alle wieder her? Hier ist doch ein Nest. Hier ist doch 100.000 Millionen %ig. Oh, Marmorlutz. Guck mal. Sehr geehrter Herr Marmorlutz, was ist denn hier los? Ja, komm mal her. Muss ich nicht nach unten gehen. Ich glaube, ich habe Bruce Lee gehört. Ich bin mir nicht sicher. Der kommt sowieso nicht zu mir. Ich dachte gerade, den Erfahrungspopel nehme ich noch mit, aber... Egal. Diesen Marmor. Was soll ich hier machen? Ich könnte auch mal drauf scheißen. Wir haben draußen noch genug Marmor. Ich muss nicht jeden Marmor mitnehmen. Nein, muss ich nicht. Aber das Eisen, das darf ich. So. Ich habe gerade mit allen Zuschauern persönlich telefoniert und die meinten, ich darf das. Außer bei dir habe ich nicht angerufen. Das habe ich leider nicht geschafft und deine Nummer hast du mir auch nicht gegeben. Deswegen habe ich da jetzt nicht angerufen. Aber allen anderen Zuschauern habe ich... Ne, also... Klingt auch glaubwürdig, also muss es wahr sein. Was ist das denn hier? Geht's noch weiter? Oder ist hier... Was ist denn hier los? Marmorlutz? Das nehme ich jetzt aber trotzdem noch mit. So. Wir gehen gleich raus. Ich will nur das Let's Play rauszögern. Das unendlich laufende Let's Play will ich noch rauszögern. Weißt du, damit da hinten noch was drankommt. So. Marmorlutz, Marmorlutz. Das whatever im Marmorwutz. La la la, la la la. So. Nee, ich wollte eigentlich bei dir anrufen, aber ich habe mir gedacht, nee, ich will mal nicht stören. Weil du hattest ja gerade eben sowieso Besseres zu tun. Außerdem, das war ja schon vorhin. Und da wollte ich jetzt nicht.
Bei allen anderen habe ich aber angerufen.